Unser Anfang geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Gottesdienst an diesem Festtag, an einem Donnerstag. Es ist der Himmelfahrtstag. Wir gedenken heute der Himmelfahrt unseres Heilandes Jesus Christus. Und damit ergibt sich auch das Thema dieses Tages. Es ist der erhöhte Herr. In diesem Gottesdienst wollen wir auch das Heilige Abendmahl endlich wieder gemeinsam feiern. Und die Abendmahlsgäste, die sich angemeldet haben, kommen bitte zunächst zum Gemeinschaftskelch und am Ende dann die übrigen Abendmahlsgäste. Zum Abendmahl selber wird auch wieder ein Kindergottesdienst angeboten werden. Dazu sind alle Kinder eingeladen bis zur zweiten Klasse. Der Herr segne nun diesen Gottesdienst an unser aller Herzen. Amen.
Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Halleluja! Wie ihr ihn habt zum Himmel fahren sehen, wird der Herr wiederkommen. Schlagt froh in die Hände alle Völker. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Christe eleison, Christus, erbarme dich. Kyrie eleison, Herr, erbarm dich über uns. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Wir loben dich, wir benedeien dich, wir beten dich an, wir preisen dich. Sagen dir Dank um deiner großen Ehre willen. Herr Gott, himmlischer König, Gott, allmächtiger Vater, Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus, der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, lass unseren Sinn dahin gerichtet sein, wohin dein Sohn zum Ruhm und Preis deiner Herrlichkeit uns vorangegangen ist.
damit auch wir bei dir unsere ewige Heimat finden. Das bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hört die Epistel für den heutigen Himmelfahrtstag, wie sie geschrieben steht in der Apostelgeschichte im ersten Kapitel. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Halleluja, Halleluja. Der Herr zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Halleluja, Halleluja.
Hört auch das Evangelium dieses Festtags, es steht geschrieben bei Markus im 16. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird's besser mit ihnen werden. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Gelobt seist du, Herr Jesus. Lob sei dir, o Christus. Lasst uns Gott preisen mit dem Lobopfer unserer Lippen und mit dem Bekenntnis unseres heiligen christlichen Glaubens. An diesem Festtag wollen wir das mit den Worten des nizänischen Glaubensbekenntnisses tun, wie Sie es in Ihren Bankreihen und im Gottesdienstablauf finden. Ich glaube an einen einigen, allmächtigen Gott, den Vater, Schöpfer Himmels und der Erden, alles, das sichtbar und unsichtbar ist, und an einen einigen Herrn, Jesus Christus, Gottes einigen Sohn, der vom Vater geboren ist vor der ganzen Welt, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrhaftigen Gott vom wahrhaftigen Gott, geboren, nicht geschaffen, mit dem Vater in einerlei Wesen, durch welchen alles geschaffen ist, welcher um uns Menschen und um unserer Seligkeit willen vom Himmel kommen ist und leibhaftig worden durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und Mensch worden, auch für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, gelitten und begraben und am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und ist aufgefahren gen Himmel und sitzet zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen mit Herrlichkeit zu richten die Lebendigen und die Toten, des Reich kein Ende haben wird. Und an den Herrn, den Heiligen Geist, der da lebendig macht, der vom Vater und dem Sohn ausgeht, der mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet und zugleich geehrt wird, der durch die Propheten geredet hat, und eine einige heilige christliche apostolische Kirche. Ich bekenne eine einige Taufe zur Vergebung der Sünden und warte auf die Auferstehung der Toten und ein Leben der zukünftigen Welt. Amen. Mit dem nächsten Lied verabschieden wir die Kinder und laden sie herzlich ein zum Kindergottesdienst. Und wünschen Ihnen Gottes Segen.
Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich. Amen. Hört Gottes heiliges Wort aus dem ersten Buch Mose im 5. Kapitel, die Verse 21 bis 24. Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Methuselah gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 365 Jahre. Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, segne jetzt dies dein Wort an unser aller Herzen. Amen. In unserem aufgefahrenen Herrn und Heiland Jesus Christus, liebe Festgemeinde, am 16. Mai dieses Jahres schauten viele Menschen auf der nördlichen Erdhalbkugel gen Himmel. Was gab es da zu sehen? Nun, zumindest in bestimmten Bereichen dieser nördlichen Kugel gab es etwas Besonderes zu sehen, denn die Erde schob sich zwischen Mond und Sonne und warf damit einen Schatten auf den Mond, so dass es zu einer totalen Mondfinsternis kam und man konnte sogar noch einen Blutmond sehen. Etwas, das nicht alltäglich ist. Aber in Deutschland konnte man das nicht so gut beobachten. Hier war es leider zu einem Zeitpunkt, als schon die Sonne aufgegangen war und es war zu hell. Wenn man diesen Blutmond sehen wollte, dann musste man schon entweder in Amerika wohnen oder doch zumindest einen Livestream von da auf dem Computer sich ansehen. Vor rund 2000 Jahren sahen auch Leute zum Himmel. Es waren die Jünger Jesu, die hinaufsahen und zusahen, wie er vor ihren Augen weg aufgenommen wurde in den Himmel. Sehnsüchtig sahen sie und sehen wir ihm nach. Jesu Himmelfahrt hatte aber zwei Vorbilder im Alten Testament. Eins war der Prophet Elia, den Gott vor den Augen seines Nachfolgers und Schülers Elisa im feurigen Wagen zum Himmel auffuhren ließ. Und der andere ist Henoch, von dem wir gerade in unserem Predigtext hörten. Dies ereignete sich rund 3000 Jahre vor dem Geschehen mit Elia. Wir wollen diese Geschichte, diesen kurzen Abschnitt aus dem ersten Buch Mose betrachten aus dem Blickwinkel der Himmelfahrt unseres Heilandes und hören Henochs Eingang in die Ewigkeit. Folgt einem gottgefälligen Leben, ist eine Liebestat des allmächtigen Gottes und ist ein Scheiden auf Hoffnung. Die Himmelfahrt des Henoch folgt einem gottgefälligen Leben. Wer war eigentlich dieser Henoch? Was wissen Sie von ihm? Nun, wahrscheinlich nicht viel. Sein Name kommt im Alten Testament nur einmal vor und das ist an der Stelle, in der die Erzväter aufgezählt werden, also in dem Teil des Geschlechtsregisters in dem ersten Buch Mose. Die Erzväter, das sind die, die vor der Sintflut gelebt haben. Und in unserem Predigtext lesen wir, und weil Henoch mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Sein Name bedeutet geweiht oder weihend. Henoch hatte sich selbst sein ganzes Leben Gott, dem Lebendigen, geweiht. Nachdem Henoch mit 65 Jahren den Methuselah gezeugt hatte, lebte er weiter mit Gott noch 300 Jahre. Und dieses mit Gott leben, das bedeutet so viel wie: Er ging sein Leben als frommer Mensch auf dieser Erde,
als einer, der wusste, Gott ist unmittelbar bei ihm, er sieht alles, was er tut, er hört alles, was er sagt und ihm ist auch kein Gedanke fremd. Das heißt, der Henoch, der wandelte so, dass er unbescholten vor Gott möglichst sein Leben führen konnte. Methuselah, der ist einigen von uns vielleicht bekannt, möglicherweise unter einem anderen Namen, Methusalem. Und der Methusalem, der ist vielen bekannt, denn er gilt als der älteste Mensch der Erde. Er ist 969 Jahre alt geworden. Henoch führte also ein Leben, das Gott gefallen hatte und war auch darin ein Beispiel für den Herrn Christus, der von sich selbst vor seiner Menschwerdung im Psalm 16 bekennt: Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Im Neuen Testament wird Henoch auch nochmal erwähnt. Da wird er erwähnt, dass er zu einer Zeit des großen Abfalls lebte und zur Umkehr zu Gott aufrief. Er sagte vom kommenden Erlöser vorher: Siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen. Und im Hebräerbrief wird er uns neben Noah als Glaubenszeuge, als ein Vorbild des Glaubens hingestellt. Wir lesen in Hebräer 11: Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Im Unterschied zu anderen Glaubensvorbildern, die Mose aufzählt und die wir im Hebräerbrief finden, ist also Henoch einfach von Gott entrückt worden, aufgenommen worden in den Himmel. Er ist nicht gestorben. Wenn man die Geschlechtsregister bei Mose liest, da heißt es immer am Ende: und er starb. Nicht so bei Henoch. Das, was seit dem Sündenfallen allen Menschen bestimmt ist, nämlich dass sie einmal sterben müssen, davor hatte Gott den Henoch bewahrt. Aber warum? Warum ausgerechnet Henoch? Weil Gott an ihm Wohlgefallen hatte vor seiner Entrückung, heißt es. Die Entrückung war also die Folge eines gottgefälligen Lebens, einerseits. Doch Gott bezweckte noch mehr damit. Vor allem hatte er nämlich vor, dass er dadurch den Zeitgenossen des Henoch deutlich zeigen wollte: Das, was ich schon Adam und Eva am Paradies vorausgesagt habe, schloss auch das ewige Leben mit ein. Sie sollten daran sehen, dass die Erlösung vom Tod eben schon damals mit bekannt gegeben wurde. Was für ein Himmelslicht erstrahlte also mit der Aufnahme Henochs in den Himmel für die Gläubigen seiner Zeit. Sie sahen den Himmel offen, genauso wie später die Jünger und ein Stephanus. Von ihnen wird berichtet in Gottes Wort, zuerst von den Jüngern: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Und später in der Apostelgeschichte erfahren wir, was Stephanus erlebt, als ihn die Steine zu Tode schlugen. Er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes. Aber für die vielen Ungläubigen war die Entrückung des Henoch eher eine Mahnung zur Umkehr. Denn schon Henoch hatte gepredigt, dass der Herr wiederkommen wird, Gericht zu halten über alle Gottlosen und zu strafen alle Menschen für alle Werke ihres gottlosen Wandels, mit denen sie gottlos gewesen sind
und für all das Freche, das die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. So nachzulesen im Judasbrief. Auch Jesus führte ein Leben, an dem sein Vater gefallen hatte, wie er selbst bezeugt bei Jesu Taufe im Jordan. Und dabei vertraute Jesus nicht nur seinem Vater, sondern er lebte auch noch so, wie Gott es wollte, und zwar vollkommen in allen Stücken, sowohl in seinem Denken, als auch in seinem Reden, als auch in seinem Tun. Er war vollkommen sündlos. Wie Paulus an die Philipper schreibt, er ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und nur so konnte er auch dein und mein Erlöser werden. Er hat dir den Himmel geöffnet. Mit seiner Himmelfahrt zeigt er uns die offene Himmelstür zum ewigen Leben. In seiner Nachfolge dürfen wir leben und fröhlich bekennen, durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus werden wir einmal selig werden. Henochs Eingang in den Himmel, in die Ewigkeit, folgte einem gottgefälligen Leben, aber sie war vor allem eine Liebestat des allmächtigen Gottes. Nach allem, was wir bisher gehört haben, könnte man denken, Gott hat den Henoch in den Himmel entrückt, weil er so gut war, weil er so ein gutes Leben geführt hat. Aber war das wirklich der Grund? Gewiss, Gott freut sich über jeden Menschen, der ein Leben führt nach seinem Willen. Das möchte er ja auch von uns haben. Und er freut sich, wenn wir uns mühen. Aber Gott liebt den Sünder. Und er möchte den Sünder begnadigen und bei sich haben. Natürlich freut er sich, wenn wir begnadigte Sünder dann so leben, wie es Gott möchte. Da sieht Gott nämlich die Früchte wachsen des Glaubens, die Früchte, die Christus an uns wachsen lassen möchte. Einen solchen Baum wird er nicht abhauen und ins Feuer werfen müssen. An ihm verwirklicht er sein Versprechen. Ihn nimmt er einmal zu sich in die Ewigkeit. Auch die Himmelfahrt Jesu ist eine besondere Liebestat Gottes an seinem Sohn gewesen. Jesus beschreibt einmal seine innige Liebe zu seinen Jüngern vergleichend wie folgt. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Und diese Liebe des Vaters zu seinem Sohn, die zeigt sich 40 Tage nach Ostern in besonderer Weise, als Gott, der Vater, seinen Sohn wieder aufnimmt in die himmlische Heimat. Paulus schreibt davon an die Philipper, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. So ist also auch die Himmelfahrt Jesu eine Liebestat Gottes an ihm. Willst du einmal die Wohnung beziehen, die Jesus für dich im Himmel bereitet hat? Auch für dich ist das eine Liebestat Gottes. Er will dich begnadigen. Er will Gnade vor Recht ergehen lassen durch den Glauben an Jesus Christus. Du darfst darum freudig und siegessicher dein Leben auf dieser Erde führen, weil du weißt, deine Heimat ist dort, wohin der Herr dieses Festes aufgefahren ist. Dass nicht unsere Bemühungen uns den Himmel öffnen, das wird schon daran deutlich, dass alles, was wir uns vornehmen und was wir tun, oft ganz schnell wieder zusammenbricht. Daraus nichts wird. Unser Vorhaben und unsere guten Taten, die gleichen eher einer Burg, die aus Sand gebaut ist, und zwar unmittelbar an der Küste.
Wenn man dort eine Sandburg baut, dann sind die Kinder am nächsten Tag oft enttäuscht, wenn sie wieder hinkommen, weil die Burg vom Wasser weggespült ist. Und so ähnlich ist es mit unseren Vorhaben und mit unseren guten Taten. Sie sind oft wieder eingestürzt und weggespült, vom Alltagstrott eingeholt. Und trotzdem dürfen wir dank der Liebestat Gottes an uns fest darauf vertrauen, dass Jesus uns eine Wohnung im Himmel bereitet hat. Und jeder, der an ihn glaubt, auf ihn vertraut, der wird auch einmal, so wie Henoch und wie unser Heiland, eingehen in die Herrlichkeit. Diese Gewissheit gewinnst du aus Gottes Wort, durch deinen Heiland, der ausdrücklich sagt, er selbst, der Vater, hat euch lieb, darum, dass ihr mich liebt. Wer aber Jesus liebt, der möchte natürlich auch gern so leben wie sein Erlöser. Der blickt auch voll Sehnsucht und Vorfreude hinauf in dem Himmel, der sieht ihm nach. Wer liebt, der möchte dort sein, wo sein Geliebter oder seine Geliebte ist und nicht getrennt von ihm. Dann, wenn Gott uns erhöht, dann werden wir bei ihm sein. Dann, wenn wir das glauben, wird auch unser Scheiden einmal von dieser Erde ein Scheiden auf Hoffnung sein. So wie einst bei Henoch und bei unserem Heiland Jesus Christus. Gott nahm Henoch weg und er ward nicht mehr gesehen, heißt es. Es fällt auf, dass Henoch nicht so alt wurde wie die anderen Erzväter, besonders wie sein Sohn Methuselah. Gerade mal etwas weniger als ein Drittel dieses Lebensalters hat er erreicht. Henoch wurde also gewissermaßen im blühenden Alter aus dieser Zeit in die Ewigkeit aufgenommen. Und auch darin ist er ein Vorbild für unseren Heiland Jesus Christus, der gerade einmal Mitte 30 war, als er aufgenommen wurde in den Himmel. Und seitdem sieht ihn auch keiner mehr auf dieser Erde. Gerade dass Henoch ohne Tod von der Erde genommen wurde, musste für die Seinen damals ein fester Grund der Hoffnung sein. Er war nicht tot, er lebt. Und zwar bei Gott. Und dieselbe Hoffnung, die haben wir bei Christus. Er lebt. Er ist lebendig auferstanden zu Ostern und er ist lebendig aufgefahren gen Himmel und verspricht uns, immer bei uns zu sein und zu bleiben. Er ist auch hier und jetzt mitten unter uns, auch wenn wir nicht sehen. Das Schönste aber ist, alle, die im Glauben an Jesus Christus aus dieser Zeit scheiden, die schlafen nur und ihre Seele ist schon bei Gott in der Herrlichkeit. Sie ist schon entrückt, so wie Henoch, so wie unser Heiland. Damit ist die Himmelfahrt unseres Heilandes ein Hoffnungswort für uns, ist Hoffnung für dich. Wen Gott wie Henoch wegnimmt, der ist von Gottes Hand aus diesem Leben geführt worden. Der ist nicht mehr in Menschen- oder Teufelshänden, sondern der ist in der geliebten Hand, die gezeichnet ist von den Nägelmalen, die ihn am Kreuz gehalten haben. Und den lässt der Herr Christus nicht wieder los. Der kann nicht verloren gehen. Ich gehe zu meinem Vater, hatte Jesus den Jüngern gesagt. Aber dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. So sagen es die Engel zu den Jüngern, die sehnsuchtsvoll den in den Himmel aufgefahrenen Jesus nachschauten. So war Jesu Himmelfahrt eine Scheidung auf Hoffnung. Und du darfst voller Gewissheit hoffen, Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt, denn er nimmt mich auf. Oder mit einem Wort eines anderen Psalmbeters, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich an Ende
mit Ehren an. Henoch und Elia war das Sterben erspart geblieben. Wir müssen vielleicht sterben. Aber dann dürfen wir wissen, wenn es ans Sterben geht, es ist nicht das Ende, sondern es ist der Übergang zu dem Leben, das uns durch Jesus Christus teuer erworben ist. Es ist der Übergang zu dem Leben in Gottes Herrlichkeit. Es kann auch sein, dass es uns geht wie Henoch und wie Elia, wenn nämlich Christus wiederkommt, bevor wir aus dieser Welt geschieden sind. Dann werden wir auch ohne Sterben sofort in die Herrlichkeit unseres himmlischen Vaters entrückt werden. Wie auch immer es sein wird, das darf dich trösten. Durch Jesus Christus, der aufgefahren ist in den Himmel und nun zur Rechten Gottes sitzt und uns dort vertritt als unser Anwalt, steht dir und mir, steht uns der Himmel offen. Wohl dem, der das glaubt. Denn der wird Einzug halten in Gottes Herrlichkeit. Und dort wird er nicht nur Jesus und Elia, sondern auch Henoch wiedersehen. Amen. Gott aber unserem Vater sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. O Herr Jesus Christus, du erhöhtes Haupt deiner Kirche, wir beten dich an und freuen uns, dass du auferstanden bist und durch deine Himmelfahrt zur Rechten des Vaters, der König aller Könige und Herr aller Herren geworden bist. Dir gehört alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum bitten wir dich, sei in unserer Mitte und erhöre das Gebet deiner Gemeinde.
Sende uns deinen Heiligen Geist, gib deiner Kirche treue Diener, lass dein Wort unter uns kräftig wirken, wehre dem Teufel und allen Mächten der Finsternis, erhalte dein Reich auf Erden in deiner Kraft, bis alle Feinde zu deinen Füßen liegen. Und wenn unsere letzte Stunde anbricht, dann lass uns durch deine Barmherzigkeit den Himmel offen sehen und dir nachfolgen in deine ewige Herrlichkeit. Dort wollen wir dich mit allen Engeln und Erzengeln, Heiligen und Vollendeten, für immer rühmen und preisen. Amen. Der Herr sei mit euch. Die Herzen in die Höhe. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Wahrhaft für dich heilsam und recht ist es, dass wir dir, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, alle Zeit und überall Dank sagen, durch Christus, unseren Herrn. Denn er ist nach seiner Auferstehung den Jüngern leibhaftig erschienen und vor ihren Augen zum Himmel aufgefahren, damit er uns Anteil gebe an seinem göttlichen Wesen. Darum mit allen Engeln und Erzengeln, mit den Mächten und Gewalten und mit dem ganzen himmlischen Heer singen wir deiner Herrlichkeit einen Lobgesang und bekennen ohne Ende. Heilig, heilig ist Gott, der Herzlichkeit.
Die Glieder der Gemeinde, die heute zum Tisch des Herrn gehen, bitte und vermahne ich, dass sie das heilige Sakrament in aufrichtigem Glauben an die Verheißung Gottes empfangen. Dazu mögen ihnen drei Stücke helfen. Als erstes, erkennt eure Sünden, seid aufrichtig traurig über sie und bekennt euch von Herzen zu Gott. Als zweites, vertraut auf die Zusage des Evangeliums, dass euch Gott der Vater durch seinen Sohn Jesus Christus, unseren Mittler und Herrn, alle Sünde aus Gnaden vergibt. Als drittes empfangt das heilige Sakrament unseres Herrn Jesus Christus dankbar gegenüber Gott dafür, dass er seinen lieben Sohn für euch in den Tod gegeben hat. Bittet ihn, dass er euch durch den Heiligen Geist im Glauben bis ans Ende erhält. So kommt denn zum Tisch des Herrn. Er wird euch unter dem Brot und Wein seinen Leib und Blut als Unterpfand der Vergebung aller eurer Sünde geben. Er wird euch durch die Gaben seiner Gnade stärken und helfen, Gott in Zukunft zu fürchten und zu ehren, sein Wort gern zu hören, von Herzen zu beten, in eurem Stand Gott zu dienen, in Trübsal geduldig und dem Heiligen Geist in der Liebe zu Gott und dem Nächsten gehorsam zu sein. Das verleihe euch Gott der Vater durch Jesus Christus, seinen Sohn, in dem Heiligen Geist. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, als er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Christus, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christus, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christus, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden. Amen. Und nun kommt, denn es ist alles bereit.
Nehmt hin und esst. Das ist der wahre Leib eures Herrn und Heilands Jesus Christus, für euch und eure Sünde in den Tod dahingegeben. Das ist der wahre Leib eures Herrn und Heilands Jesus Christus, für euch und eure Sünde in den Tod dahingegeben. Der stärke und erhalte euch im wahren Glauben zum ewigen Leben. Amen. Nehmt hin und trinkt. Das ist das wahre Blut eures Herrn und Heilands Jesus Christus, für euch vergossen zur Vergebung der Sünden. Das ist das wahre Blut eures Herrn und Heilands Jesus Christus, für euch vergossen zur Vergebung aller eurer Sünden. Das stärke und erhalte euch im wahren Glauben zum ewigen Leben.
Christus wurde aufgehoben zum Himmel, Halleluja, und setzte sich zur Rechten Gottes, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Wir danken dir, allmächtiger, barmherziger Gott, dass du uns durch diese heilsame Gabe gestärkt und getröstet hast. Wir bitten dich, gieß in unsere Herzen den Geist deiner Liebe aus und die du gesättigt hast mit deinem Osterlamm, mache einträchtig in deinem Frieden. Das bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gehet hin im Frieden des Herrn. Gott sei ewiglich dank. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.